Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Big Farm hier bei mir auf dem Kanal. So, wir sind jetzt mittlerweile im März angelangt und wenn wir mal ganz kurz aufs Wetter gucken, sehen wir 0 Grad. Und das finde ich sehr schön, sieht man hier oben auch an der Kuppel und so. Und überall hat man das Gefühl, ja, es hat Frost, ne? Ja, auch hier auf den Geländern, beziehungsweise, ja, sieht alles so aus, als wenn es richtig schön kalt wäre. Gut, ja, wie ist der Stand? Wir sind im März, wir können anfangen zu säen, deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen vorgespult auf 7 Uhr, damit wir genügend Zeit haben. Wir schauen mal hier ganz kurz in unsere BGA, wie viel Material wir drin haben. Silage, Methan, ich glaube, wir haben gar keine Gärreste, Augenblick. So, ja, weil wir die Biogasanlage nicht am Laufen haben. Genau, weil, ja, auch hier es ein bisschen am Material fehlt. Ja, wie gesagt, hier kommt uns das hessische Fermentersilo, glaube ich, nicht hinterher mit der Verarbeitung. Nichtsdestoweniger. Habe ich mal wieder einen Frosch im Hals. Nichtsdestoweniger schmeißen wir mal den Motor an. Achso, das bringt jetzt gar nichts. Genau, der ist ja nicht, da ist ja gar kein Material da. Aber wir können auf jeden Fall hier schon mal anfangen mit Säen. So. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit auch da wieder ein bisschen Glück gehabt beim Gebrauchtmarkt. Eine Einzelkornmaschine der besonderen Art, habe ich vorher noch nie gesehen, ist auch relativ neu, habe ich mal als Mod heruntergeladen. Und jetzt seht es aus dem Hause Lizard, eine Einzelkorn-Sämaschine. Und mit der will ich mal ausprobieren, wie es da aussieht. Mit Sonnenblumen können wir ja jetzt ansehen und das will ich gerne mal hier ausprobieren. Die kann angeblich auch gleich düngen und wir würden dann dort beginnen wollen, wo wir ja schon mal Gärreste ausgebracht haben, nämlich auf unserem großen ersten Feld. So, hier müssten wir eigentlich Saatgut bekommen. Muss man was dazu aufklappen? Ah ja, oha. Sehr schön. So. Jep. Saatgut wird aufgenommen. Dann klappen wir das wieder zu. Und dann geht die andere Seite auf für den Dünger. Jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, Dünger, Dünger, Dünger. Wo war der Dünger? Ist das hier? Kommen wir hier an Dünger ran? Oder war das hier? Ist das überhaupt Dünger? Nee, das ist doch kein Dünger, oder? Wir schauen mal kurz auf die Karte. Zack. So, jetzt schauen wir mal, was ist das hier? Das ist der Case, das ist Dünger. Doch, tatsächlich, das müsste doch funktionieren. So, dann fahren wir mal ein bisschen ran. Ja, tatsächlich, es lädt auf. Wir wechseln auf Sonnenblumen. Wir machen dann wieder hier alles zu. So, dann bin ich mal gespannt, wie die Maschine hier funktioniert. Die soll ja auch eine ordentliche Sehbreite haben. Ich muss gerade mal schauen, 8,40 Meter oder was war da drin gestanden? So. 8 Meter, okay. Dann werden wir das mal damit probieren und die erste Saat des Jahres ausbringen. Ich möchte dann auf jeden Fall ja auch noch Hafer ansehen. Auf unserem Feld, ganz da hinten. Aber da möchte ich auf jeden Fall auch noch Gärreste ausbringen, damit wir da nicht so viel düngen müssen mit Kunstdünger. So. Der Case sollte eigentlich diese Saatmaschine ziehen können, hieß es. 160 PS. Der Case hat 175. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich denke, das Ding wird sich drehen. Ja.
Okay. Und es soll auch eine Direktsaatmaschine sein. Da bin ich auch mal gespannt. So, sind wir da jetzt richtig in der Spur? Dam, 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 dam. Okay. Dann beginnen wir mal mit der Ansaat. Ja, es verändert sich ein bisschen die Textur. Aber so richtige Rillen sieht man nicht. Aber sie arbeitet. Sie zeigt auch an. 40 Kilo Nitrat, Stickstoff. Also sie düngt. Und man sieht es auch links unten auf der Karte, sie düngt und sie sät. Sehr schön, dann lassen wir hier den Kollegen mal ein bisschen laufen. Oh ja, tut auch richtig schön hier einzeln. Ja. Ist okay. So, wie weit sind wir hier? 5000 können wir hier nochmal an. Gut. So, dann fahren wir damit nochmal los. Dann schauen wir mal hier. Am besten sieht man es ja immer am Gras, dass es richtig kalt sein muss. So. Aha, Wachstum, erntereif. Das andere Feld da drüben, das zweite kleine Grasfeld, habe ich übrigens auch schon mal wieder gekalkt. Also das heißt, jetzt sind fast alle Felder gekalkt. So, und da haben wir auch angefangen mit dem Düngen. Und dann gingen uns leider die Gärreste aus. Dann müssen wir mal schauen, wie weit wir jetzt hier kommen. Aber ich will sowieso das Feld nur zum Teil mit Hafer ansehen, und zwar ja ungefähr die Hälfte. Das ist dann etwas mehr, als jetzt da drüben auf der rechten Seite der Weg ist. Ups, wir gucken mal, wenn wir hier sind. So, ja, ungefähr die Hälfte. Das wäre dann wohl ungefähr so hier in dem Bereich. Dann würden wir hier die Hälfte Hafer machen und dann können wir hier, wie gesagt, noch Weizen oder Gerste machen. Und was wir mit dem Feld hier machen, da beabsichtige ich ja, dass wir das dann hier rüberziehen und dann hier hochziehen. Dann haben wir hier auch nochmal ein schönes rechteckiges Feld und dann können wir den Teil und den Teil hier unten als Grasfeld lassen. Und es lässt sich dann auch wesentlich leichter dann bewirtschaften, auch mit den Helfern. Denn ohne Helfer wird es nicht gehen bei der Größe der Felder. So, jetzt gucken wir gerade mal hier. Okay. Einmal rüber. So, okay. Ups, müssen wir mal kurz aufpassen. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht, dass er rüberfährt. Das ist immer ein bisschen gefährlich bei den Maschinen, die über, also mehr Breite haben, als hier unsere Fahrspuren sind. Dann interpretiert der Helfer das als so, dass er dann eben auf die andere Seite rüber geht und dann wird es immer ein bisschen gefährlich. So, weil da drüben auf dem Feld möchte ich ja Mais ansehen. Aber da haben wir noch gar keinen Dünger drauf. Noch gar keine Gülle oder vorgedüngt, wie ich dann immer so schön sage. Da müssen wir uns noch überlegen. Hier geht im Moment ja mehr Saatgut raus, jedenfalls als Dünger. Gut, das ist gut. Denn mit 60 Kilogramm haben wir ja praktisch vorgedüngt. Jetzt noch 40 drauf. Dann wird das Ganze eben nicht so teuer. So, dann schauen wir mal noch mal ganz kurz in unsere BGA, wie es da jetzt zurzeit läuft. 3000 sind noch da, Gärreste. Wir haben noch genügend Silage. Ja, wie gesagt,
Da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Ein zweites Fermenter-Silo wäre natürlich auch eine Option, dass wir dann mit zwei Silos arbeiten. Aber ich bin, wie gesagt, am Überlegen, entweder ein Fahrsilo oder wir gehen sofort in die Ballentechnik und machen gleich Silageballen, die wir dann mit einem Frontlader dann auch entsprechend dann bearbeiten bzw. in die BGA werfen. Das wäre auch eine Option. So, das sieht so aus, als käme er damit zurecht. Als würde die PS-Zahl ausreichen und es sieht auch so aus, als würde er das ordentlich machen. Sehr schön. Ja, nicht verkehrt. So. Zack. Ja, dann machen wir doch mal einen kurzen Screenshot. Der kann ja nie schaden in dem Fall. Zack. Sehr schön. So. Er steht mittlerweile, ja. War nicht anders zu erwarten. Dann bringen wir den nochmal zurück. So, ich lasse ja auch ein bisschen mit vorspulen, mit 2 Minuten. Damit wir eben ein bisschen mehr Gärreste bekommen. Ja. Was nehmen wir dann später oder was kaufen wir zum Mähen unseres Feldes? Ich denke, es wird wieder das Pöttiger Mähwerk werden mit dem Schmetterling und eben der Schwartablage. Und dann werden wir entweder, nee, hilft ja nichts, wir brauchen auf jeden Fall einen Ladewagen. Ja gut, wenn wir in die Ballentechnik einsteigen, könnten wir natürlich auch Heuballen machen. Und dann diese verladen. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall brauchen wir Heu. Aber ich denke, wir gehen eher auf die Ladewagentechnik am Anfang. Und die Ballentechnik, die schauen wir mal. Auch wenn dann zum Beispiel das neue DLC dann Ende März kommt, wie es da aussieht. So, apropos DLC. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen. Auf der Giant-Seite, der Landwirtschaftssimulator 23. Das ist immer diese Zwischenversion, die dann für die Mobile-Geräte ist. Der ist jetzt auch angekündigt. Soll am 23. Mai kommen diesen Jahres. Würde mich mal interessieren, wer von euch denn den Landwirtschaftssimulator denn auf dem Smartphone oder auf dem iPad, auf dem Mobile-Gerät unterwegs, zum Beispiel in Bus und Bahn zockt. Fände ich auch mal ganz interessant. Oder ob es halt dann doch eher die stationäre Variante am PC, Mac oder auf der Konsole ist. Würde mich mal interessieren, schreibt es mir doch in die Kommentare. Und auch an der Stelle darf ich mich wieder mal recht herzlich auch bei euch bedanken für eure Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Danke an die neuen Abonnenten des Kanals. Schön, dass ihr jetzt auch mit dabei seid. Hier, wenn wir Landwirtschaftssimulator oder The Division zocken. Und vielen, vielen Dank auch für eure Däumchen und das positive Feedback an der Stelle. So, der Kollege macht seinen Job soweit. Dann könnten wir eigentlich in der Zwischenzeit, weil das bringt jetzt nicht viel, oder? Ah, 6000, doch. Dann bringen wir den noch einmal weg. Dann kriegen wir auf jeden Fall das meiste des Feldes gedüngt. Und dann können wir auf jeden Fall schon mal beginnen mit der Ansaat von Hafer. Ja, was uns einfach fehlt, ist der dritte Schlepper. Vor allen Dingen ein leistungsstarker Schlepper noch, damit wir auch eben größere Maschinen ziehen können. Denn den Fendt werden wir definitiv brauchen dann zum Mähen. Und mit dem Case müssen wir dann entweder mit dem Wickler arbeiten oder mit dem Sammelwagen. Und da müssen wir mal schauen, wie wir mit 170 PS zurechtkommen. Denn ein allzu großer Sammelwagen wird es dann wohl nicht werden. So. Jo, dann sind wir hier in der Spur. Sehr schön.
Ja, das passt soweit. Ja, auch in unserem anderen Projekt Neumedi Brunnen sind wir ja gerade so um die Jahreswende herum, ich glaube auch im Januar. Und die Alpenmap ist natürlich wunderschön jetzt zurzeit mit dem Schnee. Hier sind wir ja gerade ein bisschen drumherum gekommen. Hier liegt nur ein bisschen Raureif, kein Schnee. Also hier mussten wir jetzt nicht anfangen in irgendeiner Form Schnee zu beseitigen. So, beziehungsweise zu räumen. Aber in der Alpenmap, da könnt ihr mal gerne reinschauen. Da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Aussichten. Eine schöne, wirklich sehr schön gemachte Map. Und gerade jetzt eben im Winter sieht es ganz toll aus mit dem ganzen Schnee. So, 1800 waren es. Jetzt sind wir schon wieder bei 1000. Ja, das wird vielleicht gerade noch für diese Bahn reichen. Leer. So. Ja, ich glaube, die Sämaschine für Getreide, die hat nämlich keine Düngefunktion, wenn ich richtig weiß. Aber wir werden es jetzt gleich sehen, weil den hier bringen wir jetzt erstmal, das Güllefass bringen wir jetzt erstmal wieder zur BGA. Und dann werden wir uns mal die Sämaschine schnappen, hier mit dem Fendt, und fangen mal an, auch Hafer anzusehen. Gehängt. Ja, sieht alles noch ganz schön leer aus hier, die Fläche, aber wie gesagt, wenn das alles so klappt, dann müsste bis Ende des Jahres hier einiges Neues stehen und dann wird das auch langsam was werden und dann fangen wir auch ein bisschen an mit Schönbau. Soll heißen, dass wir dann eben auch alles schön dekorieren und anpflanzen und schön machen. Aber jetzt im Moment muss es eben alles erstmal funktional sein. So, da ist unsere Sämaschine. Es ist noch Material drin. Aber wir füllen sie trotzdem mal auf. So, ich glaube, die müssen wir auch aufklappen. So, fahren wir da irgendwo dagegen? Nein. Nee. Müssen wir wohl näher ran. Na? Wo ist der Trigger? Jetzt. So, zuklappen. Und dann fahren wir mal da drüben zum Feld. So. Dann werden wir das halbe Feld erstmal mit Hafer ansehen und danach können wir rüberfahren zu dem Feld nach unten und da werden wir dann Gras erst nochmal ansehen. So. Ja, ich denke, das passt so, wenn wir dann hier so ungefähr sind wir so, ja, ziemlich in der Mitte. So. Gut. So, zack, zack. Das müsste jetzt Hafer sein. So. Und los geht's.
Sehr schön, der grubbert auch gleich mit. Die Jockey von Köckerling. Jupp, auch eine relativ günstige Maschine, die genau die richtige ist, erstmal für den Einstieg, wenn eben das Portemonnaie noch nicht so gut gefüllt ist. Und muss man natürlich halt bei der Ausbringbreite ein bisschen häufiger fahren. Aber nun gut, so ist es dann halt. Und die ganz großen Maschinchen, das wird noch ein bisschen dauern. Mit Sicherheit noch 2-3 Jährchen und dann werden wir die ganz, ganz großen holen. Und dann wird das hier richtig interessant. So, fährt er jetzt selbstständig rechts rum oder muss ich ihm helfen? Jep, wusste ich's doch. So. Ja, jetzt so passt es. Ja, man muss halt den Helfern ständig auf die Finger gucken. So. Was macht der andere? Hat er noch Material? Ja, 35% ist noch Saatgut drin. Okay. Aber auch er kommt gut, gut, gut vorwärts. So, jetzt sollte es dann passen. Schauen wir mal ganz kurz nochmal in die Übersicht. So, hier Ansaat, hier Ansaat und Hafer. Passt. Genau, haben wir richtig ausgewählt. Sehr schön. Und jetzt macht er auch die richtige Kurve. Jupp. Und mit den Bildern, wie sich hier unser Fendt wieder in die richtige Spur buxiert, möchte ich mich wieder bei euch recht herzlich bedanken für eure Zeit. Hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Wir kommen gut vorwärts hier auf unserem Projekt Neubartelshagen Big Farm. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet und verbleibe wie immer euer Baden-Farmer mit einem Tschüss, Ciao, Cheerio.